2.4. Das Dreieck PR2Q2 ist die Grundfläche der Pyramide PR2Q2F. Ermitteln Sie rechnerisch den prozentualen Anteil des Volumens der Pyramide PR2Q2F am Volumen der Pyramide ABCDS. Wir müssen zwei Volumen berechnen. Einmal der Pyramide PR2Q2F. Die zeichne ich jetzt hier noch schnell ein. Die sieht ungefähr so aus. Grundfläche ist das Dreieck PR2Q2 und die Höhe ist dann entsprechend PF. Und als zweite Pyramide haben wir noch die Pyramide ABCDS, das ist die ganz große Pyramide. So, fangen wir mit der Pyramide PR2Q2F an. Wir haben also Volumen PR2Q2F ist gleich. Als nächstes suchen wir die Volumenformel aus der Formelsammlung. Die wäre 1/3 mal die Grundfläche der Pyramide mal die Höhe. 1/3 mal. Als Grundfläche haben wir ein Dreieck. Da gehen wir unsere Dreiecksformeln durch. Welche kennen wir alle? Nämlich 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Oder 1/2 mal Seite, Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel. Oder die Determinante. Aber die fällt hier raus, weil wir nicht im Koordinatensystem liegen. Welche dieser beiden anderen Formeln ist also einfacher? Wir kennen die Strecke Q2R2, die haben wir in der vorherigen Aufgabe schon berechnet. Und wir kennen auch die Strecke PM2 kennen wir noch nicht. Die müssten wir noch berechnen, um 1/2 mal Grundseite mal Höhe ansetzen zu können. 1/2 mal Seite, Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel würde jetzt nicht so gut funktionieren, weil wir hier oben nur die Seite Q2R2 kennen, aber sonst keinen Winkel und keine Seite. Also gehen wir weiter über 0,5 mal als Grundseite wähle ich die Strecke Q2R2 mal die Höhe des Dreiecks, das wäre M2P und das noch multipliziert mit der Höhe der Pyramide, das ist die Strecke PF. Wir wissen ja, PF liegt senkrecht zu PM2 und damit auch zur Grundfläche. So, was kennen wir alles aus dieser Formel schon? Q2R2 ist bekannt, haben wir vorhin ausgerechnet. M2P kennen wir noch nicht, das müssen wir noch machen. Und PF ist auch schon bekannt, nämlich mit 7 cm. Also, was brauchen wir? M2P fehlt noch, um die Berechnung durchzuführen. So, wie lässt sich M2P berechnen? Wir schauen uns an, in welchem Dreieck liegt denn diese Strecke M2P. Und jetzt sehen wir sofort, wir haben hier ein Dreieck, nämlich M2PF. Das ist sogar rechtwinklig, hier unten bei P haben wir den rechten Winkel. Also funktioniert Sinus, Cosinus, Tangens und der Satz des Pythagoras. Welches ist ja am leichtesten? Wir kennen die Strecke PF, wir kennen die Strecke FM2. Also würde hier tatsächlich ein Pythagoras funktionieren. Setzen wir den Pythagoras an. Der heißt, die lange Seite zum Quadrat, das wäre in dem Fall FM2, zum Quadrat ist gleich kurze Seite zum Quadrat, also M2P² plus andere kurze Seite, das wäre PF zum Quadrat. Ja. Jetzt wollen wir nach M2P auflösen, also formen wir einmal um. M2P, halt kein Vektor, zum Quadrat ist gleich FM2 zum Quadrat minus PF². Ja, also man schafft im Prinzip einfach diesen Summanden hier auf die andere Seite rüber, auf die andere Seite der Gleichung mit minus PF², um dann diese Form zu erhalten. So, bekannte Größe einsetzen. M2P ist also die Wurzel. Ja, man kann die Wurzel ziehen, wenn ich hier ein Quadrat stehen habe, Umkehrfunktion ist die Wurzel. Oder man setzt halt die Zahlen direkt ein und löst mit dem Solver. Gibt es mehrere Möglichkeiten. So, FM2, das waren 8,1 cm, also 8,1² minus PF, steht hier noch eine Zeichnung drin, sind 7 cm, also 7². Das kann jetzt jeder Taschenrechner nochmal ausrechnen. Und das sind dann 4,08 cm.
So, damit sind uns alle Größen hier der Volumenformel bekannt. Dann können wir uns an die Pyramide machen. Also nochmal ein Drittel mal Grundfläche 0,5 oder ein halb, wie man es lieber schreiben möchte. Q2R2 waren uns auch schon bekannt. Die haben wir vorhin auch schon mal ausgerechnet, nämlich mit 2,92 Zentimetern. Und M2P haben wir gerade ausgerechnet, sind die 4,08. Und hinten dran nochmal die Höhe der Pyramide, das ist die Strecke PF, also mal 7. Das tippen wir jetzt in den Taschenrechner ein und dann sollte eine Größe von 41, nein, Quatsch, von 13,90 Kubikzentimeter herauskommen. So, das ist die erste Pyramide. Wir brauchen noch die zweite, nämlich die A, B, C, D und als Spitze haben wir S. Schauen wir uns mal nach. Genau diese Pyramide hier ist gesucht. Also die große Pyramide hier. Schauen wir uns die Grundfläche an, also Volumenform wieder hernehmen. Ein Drittel mal Grundfläche mal Höhe. Die Grundfläche ist in diesem Fall ein Rechteck. Also können wir die Überlänge mal Breite berechnen. A, B ist bekannt, B, C ist bekannt, also problemlos möglich. Ein Drittel mal Grundfläche und dann nochmal die Höhe. Höhe ist in dem Fall die Strecke ES, die liegt senkrecht zur Grundfläche, also ist das die Höhe der Pyramide. So, ich schreibe es nochmal allgemein. Ein Drittel mal Grundfläche mal Höhe. Ein Drittel mal Grundfläche ist nichts anderes als Länge mal die Breite. Und mal die Höhe, das war die Strecke ES. Setz mal ein Drittel mal AB waren 12 cm lang, BC waren 7 cm lang und ES sind ebenfalls 7 cm. So, und dann kommt da eine Gesamtgröße von 196 Kubikzentimeter heraus. So, wir sind noch nicht fertig, denn das heißt der prozentualen Anteil des Volumens der Pyramide PA2Q2F am Volumen der Pyramide ABCDS. Also wir brauchen noch eine Prozentrechnung. Ich stelle die immer wie folgt auf. Ja, ich will ja wissen, wie viel Prozent sind die kleine Pyramide an der großen Pyramide. Also x Prozent entsprechend den 13,9 der kleinen Pyramide und 100% entsprechen natürlich dann der großen Pyramide, also die 196 Kubikzentimeter. So stelle ich das immer auf und jetzt bei der Prozentrechnung kann man dann folgende Formel anwenden, nämlich so Z-förmig die Rechnung aufstellen. Man beginnt dann immer mit dem x ist gleich und jetzt heißt es einfach Zahl mal Zahl geteilt durch Zahl. Also so z-förmig vorgehen. X ist gleich 13,9 Zahl 1 mal 100 Zahl 2 geteilt durch 196, das ist die Zahl 3. Man kann es auch als Bruch schreiben, wer das lieber möchte. Ist genauso gut möglich. So, das kann man mit ganz normalen Taschenrechner eingeben und dann kommt hier ein Prozentwert von 7,09% heraus.